Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com, Bernd hier, und in diesem Video befinde ich mich momentan im Überwinterungslager von meinen ganzen Pflanzen, die es nicht ganz so kalt lieben. Natürlich sind auch die ein oder anderen dabei, die auch ein bisschen Frost abbekommen könnten, aber hier wird es ja jetzt nicht so warm, aber auch nicht so kalt, dass man da nicht so kompromissartig die unterschiedlichsten Temperaturbereiche miteinander vereinen könnte. Und ich dachte mir, wir schauen jetzt einfach mal, was sich hier getan hat. Zum einen hat sich hier getan, dass jetzt hier an der Decke, man sieht das schön mit Rohr verlegt, Lampen installiert worden sind. Die LED-Lampen von Bioledex vom Basilikum-Test sind jetzt mittlerweile hier runtergekommen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, der Basilikum-Test ist untergegangen, beziehungsweise als ich ihn ein Stock höher hatte, da ist noch keine Heizung oder gar keine Heizlösung installiert und es nachts dann Minusgrade hatte, die ersten 5 Minusgrade, die wir in diesem Jahr hatten, hat der Basilikum sehr, sehr leiden müssen, was dann dazu geführt hat, dass dem Basilikum nicht mehr so gut ging. Nichtsdestotrotz, ich werde den Test nicht in Form von Basilikum wiederholen, sondern in Form von Chilis, weil es kommen schon die ersten Anfragen zum Thema, ob man jetzt schon mit Chilis anfangen kann. Ich dachte eigentlich, das Thema hätte ich letztes Jahr schon abgearbeitet. Und ich habe auch letztes Jahr schon behauptet, nein, Chilis jetzt aussehen ist zu früh. Aber jetzt komme ich und sage, okay, jetzt habe ich hier die Lampen hängen. Chilis aussehen, also jetzt Ende November, Anfang Dezember. Kann man machen, ist aber ein Riesenaufwand. Und ob sich der lohnt, ich meine nicht. Aber ich kann es ja jetzt schon mal anfangen. Hier im Hintergrund auf diesem Tisch, der so stark beleuchtet ist, stehen noch die Chili-Pflanzen von BLU, die ich überwintere. Dann befinden sich hier schon mal eine Mandarine. Die wirkt jetzt ein bisschen arg gelblich, weil hier die rosa Lampe noch mitspielt. Andererseits, die Blätter sind auch ein bisschen gelblich. Gelbe Blätter bei Zitruspflanzen deuten darauf hin, dass die Wurzeln über das Jahr ziemlich gelitten haben und nicht so viel Nährstoffe ziehen konnten. Ist allerdings praktisch nur bei der Mandarine der Fall. Die anderen Zitruspflanzen, die haben knackgrüne Blätter. Da kann man sich jetzt nicht so beklagen. Eigentlich beklagen kann man sich sowieso nicht. In dieser Ecke hier drüben ist jetzt relativ dunkel, aber wir können trotzdem reinschauen. Jetzt gucken wir mal runter. Neben dem Gas Blue Flame Heizgerät, das jetzt momentan nicht an ist, befindet sich das Zitronengras. Im Gegensatz zu den letzten Jahren schaut es immer noch super gut aus. Also ich nehme mal an, dass die Überwinterung hier drin dem Gras ganz gut kommt, sodass es gar keine Pause einlegen muss und er es im Frühjahr wieder austreiben kann. Ich vermute mal, es wächst einfach mal fröhlich weiter. Dann befinden sich hier meine zwei Palmen. Das sind die kanarischen Palmen. Die sind leider nicht winterhart. Die musste ich reinnehmen. Neben der Palme befindet sich meine Papaya. Die Papaya wächst ganz gut. Hatte vor kurzem noch Blütenknospen, die hat sie allerdings abgeworfen. Ich nehme mal auch an, dass es hier an der Temperatur liegt, weil ich lasse die Temperatur hier nachts durchaus auf 8 Grad und teilweise sogar ein bisschen niedriger als 8 Grad fallen. Und das Ergebnis ist dann einfach, dass eine Papaya dann nicht blüht. 20 Grad plus konstant oder als Mindesttemperatur ist bei Papaya definitiv die bessere Wahl. Dann steht hier immer noch meine Coriacea speciosa. Da bin ich am Überlegen, weil sie so eintriebig wächst, ob ich sie im Frühjahr nicht oben kappe, dass sie dann mehrere Seitentriebe ausbildet. Zumindest ist so die Hoffnung. Weiter unten ist sie schon einmal gekappt worden, was dann dazu nur geführt hat, dass sich unten ein Kaudex gebildet hat und die Pflanze dann praktisch einfach nur einen normalen Fronttrieb wieder gebildet hat, sodass halt eben dieser Haupttrieb geblieben ist und sie sich dennoch nicht verzweigt hat. Dann habe ich hier meine echte Guave, die im Moment auch schön am Wachsen ist. Man sieht das daran, dass hier an den Blatt- oder Triebspitzen neue Blätter kommen. Auch an dem anderen sind schöne rot gefärbte Blätter oder rötlich gefärbte Blätter. Das deutet immer auf frischen Austrieb hin. Bei der Papaya steht meine australische Fingerlimette, die jetzt wieder dabei ist, fröhlich das Laub abzuwerfen und es bisher nicht geschafft hat zu blühen. Also falls ihr einen Tipp haben solltet und ihr auch schon eine australische Fingerlimette hat, die bei euch blüht wie verrückt, würde ich mich freuen, weil meine will das nicht, auch meine andere, die ich habe, die zeige ich euch noch, die bringt keine Blüten. Dann hier die Mango. Die Mango macht momentan auch nichts, die ist auch so ziemlich in der Ruhephase.
Dann habe ich hier bei meiner Baumtomate, bei der Tamarillo, habe ich alle Blätter mal abgemacht, die auch so stark mit Läusen befallen war, dass das einfach nichts gebracht hat. Zumal die Pflanze bei der letzten Überwinterung auch komplett, sage ich jetzt mal, kahl gestanden ist. Und das schadet ihr zumindest erst einmal nicht. Dann habe ich hier unten meine Solantra-Stecklinge. Ich habe jetzt zwei Stück an der Zahl. Dann ist hier hinten meine große Solantra Maxima. Da habe ich jetzt oben, man kann es jetzt hier sehen, die Triebe entfernt und die befinden sich momentan im Wasserglas. Die werden jetzt in den nächsten Tagen vermutlich Wurzeln schlagen, denn es kommen schon neue Blätter. Das bedeutet, die Triebe sind alle schön am Wachsen, aber da warte ich noch auf die Wurzeln. Das heißt, bis zum Frühjahr habe ich dann wieder neue Stecklinge. Wer Interesse an einem Steckling hat, meldet sich bitte. Dem schicke ich dann entsprechend die Information zu, wie er an die Pflanze kommen kann. Und hier befinden sich noch meine Orchideen, die ganzen Dendrobien, die es durchaus ein bisschen kühler abkönnen, also 8 Grad plus, 10 Grad plus ist noch in Ordnung. Dann habe ich hier meinen Affenbrotbaum, den ich auch aus Samen selber gezogen habe. Das ist der Adansonia Zar. Die Blätter schauen jetzt ein bisschen traurig aus, wenn man jetzt näher rangeht. Das liegt daran, weil sie einmal richtig schön kalt abbekommen hat, als er noch draußen stand. Aber das macht nichts, denn hier sind schon wieder frische Austriebe. Dann befinden sich hier noch meine Aloe Veren und meine Kakteen, meine Epiphyllum-Kakteen, die fleißig Neutriebe bilden. Und ich tippe mal drauf, dass sie Januar oder Februar dann auch mit Blüten kommen sollten. Von den Temperaturen, wie gesagt, 8 Grad Minimum. Dann habe ich hier noch eine schöne Cattleya, die auch fleißig an zwei Neutrieben arbeitet und die dann hoffentlich dann, schätze ich mal, in einem Monat blühen wird. Hier ist mein Pfeffer. Das heißt, wenn ihr mich dahin schickt, wo der Pfeffer wächst, dann bin ich meistens zu Hause. Dann habe ich hier noch Kalistemon linearis. Der ist normalerweise frostfest. Minus 5, minus 10 Grad soll er angeblich laut Literatur aushalten. Ich habe ihn trotzdem jetzt hier reingenommen. Schadet ihm zumindest mal nichts. Hier ist meine andere australische Fingerlimette, die leider auch noch nicht auf die intelligente Idee gekommen ist, einfach mal Blüten auszubilden. Da muss man dann mal abwarten, was passiert. Dann schlage ich mich hier bei meinem Orangenbaum einfach mal durch, der hier aber auch, wie man sieht, fleißig Neutriebe ausbildet. Normalerweise kann man Zitruspflanzen durchaus auch bis minus 5 Grad draußen stehen lassen. Es soll jetzt aber erst einmal wieder eine Kaltfront kommen und der erste Schnee, der dann in flachere Regionen kommen soll, ist ja auch schon unterwegs, aber soll nicht so gravierend sein, wie der Wetterbericht immer so dramatisiert. So, dann habe ich hier noch meinen anderen Kalistemon, der immer noch mit seinen Blütenknospen beschäftigt ist und noch nicht am Blühen ist. Sobald er mal blüht, gebe ich euch eine Information. Genauso beschäftigt ist die Plumeria immer noch an ihrem Blütentrieb. Da passiert auch soweit nichts. Hier unten steht noch eine Chili. Die Tropfen-Chili, die wird beim nächsten Aussaatvideo auch wieder eine Rolle spielen. Beziehungsweise ich habe ja so viele Chilis, die ich noch aussehen muss. Da wird auf jeden Fall was kommen. Aber die Tropfen-Chili werde ich aussehen. Dann meine rote Drachenbanane macht auch fleißig ein neues Blatt. Das sind eigentlich alle Bananenpflanzen, die ich euch im Bananenrundgang schon vorgestellt habe. Dabei, also jede Pflanze macht an sich neue Blätter. Dann habe ich hier noch die Pomelo, die hier 1, 2, 3, 4, 5 Früchte hat. 5 Früchte, ja. Die immer noch fleißig dabei ist, daran zu arbeiten, dass die Früchte eben reif werden. Aber die Früchte haben jetzt erst gerade eine Größe von einem Tennisball vergleichbar mit einem Apfel erreicht. Das heißt, es dauert hier auch noch ein bisschen. Jetzt habe ich hier meinen Temperatursensor. Da kann man mal drauf schauen. Aktuelle Temperatur 12,5 Grad. Das heißt, das ist eigentlich ganz okay. Was habe ich hier noch weiterhin? Meine anderen Zitrusgewächse, die hier wachsen, die Grapefruit. Dann hier die Purscha-Zitrus, da sind sehr, sehr viele Früchte vorhanden. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht durch das pink-violette Licht, aber es sind sehr, sehr viele Früchte vorhanden. Und einige fangen auch an, schon wieder neue Blüten zu treiben. Dann habe ich hier meine Zitronen-Guave schon reingebracht. Die schaut ein bisschen nass aus. Die ist beim letzten Sturm oder als es so windig war in den letzten paar Tagen, ist sie mal umgefallen. Die habe ich vorhin jetzt mal kurz reingenommen. Deswegen ist sie auch noch nass, wie man erkennen kann. Hier unten wachsen noch ein paar Nachzuchten. Dann habe ich hier
ist das mein Orange, anderer Orangenbaum, genau. Und hier ist die winterharte Banane, da habe ich die Blätter abgeschnitten, die hat ein bisschen Frost abbekommen. Eigentlich winterharte Banane, hätte es aushalten müssen, dachte ich. Aber anders gedacht, sie hat es nicht ganz so durchgehalten, wie ich es vermutet habe. Dann habe ich hier noch die Musa Paradisica, die Speisebanane, die normalerweise auch keine Temperaturen unter 15 Grad haben will. Aber hier muss er damit leben und klarkommen. Also die Pflanzen müssen hier abgehärtet werden. Da hinten wächst noch ein Zitronenblatt. Da hinten ist auch noch ein australisches Zitronenblatt. Da kommt man, glaube ich, leichter hin. Da gehen wir jetzt einfach mal nochmal in die dunkle Ecke, weil da gibt es noch Pflanzen, die ich so noch nicht gezeigt habe heute. Hier ist das australische Zitronenblatt. Dürfte auch demnächst mal anfangen zu blühen. Das war auch meistens so im Herbst, Winter der Fall. Herbst ist jetzt durch, Winter kommt jetzt. Ist ja jetzt Winteranfang und bedeutet, die dürfte jetzt bald auch anfangen zu blühen. Dann habe ich hier meine Carambola, die Sternfrucht, die hat alle Blätter abgeworfen. Das scheint wohl im Winter so typisch zu sein bei den Pflanzen. Ich denke mal, dass sie das dann zum Frühjahr wieder ändern wird und auch wieder austreibt. Ja, so ist zumindest die Hoffnung. Und dann habe ich hier unten noch meine Strelitzia Nicolai, die auch wie die anderen Bananen an einem Blatt fleißig arbeitet. Dann habe ich diverse Myrtengewächse noch hier rumstehen, die auch noch wachsen. Und da hinten ist im Übrigen die Avocado, die ich ausgesät habe. Wie man sehen kann, hat sie auch noch wunderschöne Blätter. Naja, was heißt wunderschön? Eins ist braun, aber eins ist immer irgendwie braun bei diesen Avocado-Pflanzen. Ja, und dann habe ich noch hier, habe ich vorhin nicht erwähnt, bei der Baumtomate habe ich noch drei weitere Pflanzen im Topf. Die kann man auch bekommen im Shop, aber dann den Shop muss ich erst noch basteln. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache. Vielleicht fange ich erstmal mit einem kleinen eBay-Shop an. Genau, ja. Hier bin ich gerade dabei, noch die ausgesäten Pflanzen mit Wasser zu versorgen, in der Hoffnung, dass sie sich bis zum Frühjahr gut entwickeln. Genauso gut entwickeln wie hier der peruanische Oleander, der immer noch wunderschön wächst. Genau, das war's. Eigentlich die meisten Pflanzen, die ich hatte, die entwickeln sich bisher sehr gut. Im Frühjahr wird es dann richtig wieder losgehen. Momentan schaut es hier ein bisschen voll aus, liegt daran, weil ich dann Raum halbiert habe. Man sieht es hinten an der Folie. Normalerweise geht der Raum ungefähr nochmal die Doppelstrecke nach hinten. Da steht auch noch meine Erdbeerguave und zu der Erdbeerguave gibt es noch ein extra Video, weil die spinnt gerade ein bisschen. Und warum sie spinnt, erkläre ich euch im nächsten Video. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Pflanzen, Aussaat und Chilis, kommt ja demnächst. Kann man reinbeißen. Kommt das im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.